Ich habe auch keine Frage. Das ist perfekt. Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr habt den letzten gesehen und ihr fandet ihn cool, weil mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Schauspieler von In einer Freundschaft, die jungen Ärzte zu sehen. Und jetzt muss ich meinen Sonnenbart noch ein bisschen auskurieren, was ein bisschen blöd ist, weil es ist ultra warm draußen. Raus kann ich leider nicht, weil selbst im Schatten will ich das gerade nicht riskieren, dass es schlimmer wird. Deswegen bleibe ich drin und wir werden uns jetzt vor den Fernseher hängen und ein bisschen Serien gucken. Das ist der Plan für heute. Guten Morgen, guten Mittag, meine ich viel mehr. Es ist mittlerweile Mittwoch. Ich habe gestern nichts gefilmt, weil gestern ist der arme Michi nämlich ein weißer Zahn rausgenommen worden. Deswegen sind wir hin und her gefahren und dann habe ich mich den ganzen Tag darum gekümmert. Und jetzt ist Mittwoch und jetzt mache ich mich auf in die Stadt, weil ich möchte gerne noch ein weiteres Haarband kaufen. Weil mir das, was ich letzte Woche an hatte, doch recht gut gefällt. Deswegen hätte ich noch ein paar mehr Farben gerne. Und jetzt mache ich mich auf in die Mittagssonne mit 36 Grad. Wuhu! Und ich habe seit gestern meine Sommerschuhe endlich da. Das heißt, jetzt bin ich auch für den Sommer gewappnet. So, ich bin fündig geworden vorhin. Ich habe mir ein neues Armband gekauft und einen Fingerring. Dazu hatte ich mir eigentlich noch Ohrringe gekauft, die passend dazu waren, aber die bringe ich morgen wieder zurück, weil das waren Clip-Ohrringe, das hatte ich übersehen und Clip-Ohrringe tun mir so weh nach 2 Stunden oder so, dass ich die morgen wieder zurückbringen werde. Und gleich treffe ich mich mit der lieben Maya noch zum was essen und jetzt bringe ich erstmal die Wohnung wieder auf Vordermann, weil es hier einfach aussieht und wir irgendwie nach dem Mini-Trip alles überall hingeschmissen haben. Das ist immer noch schön und immer noch warm, das ist sehr gut. Mal gucken, wo es was Leckeres gibt. Essen! Mama! Da ist die Maya! Mal wieder! Wir lassen es uns jetzt richtig schön gehen und schmecken. So, und Barcelona hat jetzt einen Pool aufgestellt, weil es heute schön warm ist. Jetzt kann man ein schönes Candlelight-Dinner im Pool haben. Yeah! War mal wieder ein sehr schöner Abend. Und jetzt gucke ich mal, wie es dem Michi geht, ob der schön am Kühlen ist. Dunkel. Wir haben so ein cooles blaues Licht. So ein Bewegungslicht, weil wir leider kein Licht im Flur haben. Yay! Super praktisch. Hallo! Ich bin wieder zu Hause! Na? Gute Nacht für heute. Yay, ich bin wieder zurück vom Sport. Heute ist mittlerweile schon Donnerstag und ich mache heute meine Präsentation für nächste Woche, weil heute in einer Woche muss ich meine Bachelorarbeit verteidigen und präsentieren. Das heißt, da werde ich mich jetzt gleich mal dran machen und so ein bisschen PowerPoint zusammen schnibbeln und schöne Slides machen und so weiter. Und jetzt gerade war ich schon beim Sport, deswegen sehe ich so wunderschön aus. Jetzt gehe ich erstmal duschen und dann werde ich mich da ransetzen. Mein Schreibtisch hat mich nämlich schon lange nicht mehr gehabt und heute haben wir wieder ein Date. So schaut's aus. Jetzt habe ich ein neues Haarband. Ich habe nämlich gerade meine Ohrringe zurückgebracht, weil ich die ja, waren ja so Clips-Dinger und das fand ich blöd, weil dann stirbt mein Ohr irgendwann ab, glaube ich. Und dann konnte ich nur eine Gutschrift kriegen und dann habe ich dieses Haarband gefunden und fand es ganz schön und habe es jetzt mitgenommen. Und jetzt gibt's Essen. Heiß Würstchen mit Klöpsen, weil die kann Michi essen. Yay. Und es ist so heiß. Es ist so heiß. Ihr habt es ja auch heute alle so heiß. Überall in Deutschland ist es heiß. Man schwitzt vom Nichtstun. Oh, und ich muss meinen Sonnenbrand immer noch zwischendurch eincremen, der immer noch ganz leicht da ist, damit er sich nicht pellt und so. Und dadurch schwitze ich noch mehr, weil eincremen und so ist ja bei Hitze nicht so geil. Kennen ja die meisten wahrscheinlich von euch, oder? Jetzt gibt's lecker. Kein Frucht, ja doch, es gibt für dich nur Fruchteis, damit es für deinen Zahn nicht schlecht ist. Und für mich gibt's auch Fruchteis. Außer Stracciatella. Ich brauche nichts anderes. Ist das okay?
So, ich werde jetzt alle Fenster mal im Haus zumachen, weil Böen-Alarm, das ist eine coole App, die zeigt an, wann es regnet und wann es nicht regnet und wie stark es regnet und sagt nämlich, dass es Punkt um 19.30 Uhr richtig abgehen soll. Und wir haben nämlich da oben Fenster aufgemacht und in der Küche, damit es bei uns ein bisschen durchzieht, weil wir haben wirklich ungelogen 31 Grad in der Wohnung. Deswegen mache ich jetzt hier langsam zu. Man hört schon die ersten Donnergrummler draußen. Wir hoffen, dass es sich ein bisschen abkühlt damit. Aber ich glaube fast, dass hier nicht so viel ankommt. Und ja, mal gucken. Hier habe ich auch noch Fenster offen. Da kam jetzt ein gutes Lüftchen durch die ganze Zeit. Das war ganz angenehm. Ja, prima. Ich mache mich jetzt mit Cabriolet auf den Weg zu einem Mädelsabend. Wir gehen nämlich picknicken und deswegen habe ich hier meine Utensilien. Da sind schön Snacks drin und da haben wir schön gekühlten Eistee in der Kühltasche. Und die anderen bringen noch ganz viel Wassermelone mit und Baguette und Dips und ich freue mich drauf und die Sonne scheint. Also wir haben das beste Wetter erwischt, weil heute ist es nicht super, super heiß. Es ist schön windig und sehr angenehm und ich freue mich jetzt auf den Abend. Ja, aber heute das ist perfekt. Ja. Boah, ist das ein Luxusessen hier. Geil. Ja. Meinen Blaumann an und bin in meinen Eltern zu Hause und die schöne Buchsbaumhecke da vorne soll nämlich jetzt komplett weggemacht werden. Daran werde ich mich jetzt mal machen und ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ich werde mich anstrengen und mache mich jetzt mal auf an die Arbeit. Die Hecke ist weg. Tada! Und jetzt werde ich mich dran machen und das Ganze, die Erde abtragen, dann neue Erde drauf und dann werden die Pflanzen eingepflanzt. Die hübschen Dinger. So schön schwarz sind meine Hände jetzt. Und das ist das Endergebnis. Da haben wir jetzt ein paar Blümchen reingepflanzt, die hoffentlich bald blühen und schön aussehen. Die Röschen waren schon drin. Und jetzt sieht es wieder frisch und ordentlich aus. Und es hat so gut getan. Ich liebe es, im Garten zu helfen. Deswegen habe ich Mama und Papa auch heute ein bisschen überredet, dass ich das heute machen kann, weil ich es einfach super cool finde. Guten Morgen! Jetzt ist mittlerweile Sonntag. Oh ne, es ist schon gut Mittag. Ey, es ist schon 3 Uhr. Woo. Ja, ich werde morgen beim Sport auf jeden Fall und habe mich jetzt an den Schreibtisch gesetzt, weil ich mein Date von letzter Tage am Schreibtisch leider verschoben habe. Weil ich dann doch irgendwie bessere Sachen zu tun hatte. Deswegen sitze ich jetzt an meiner Präsentation für die Bachelorarbeit und hatte mir vorgenommen, die heute auf jeden Fall fertig zu bekommen. Jetzt hat mir aber gerade Annika geschrieben, ob ich nicht gleich Zeit hätte, denn sie und Insa würden jetzt nach Enschede kommen. Und ja, deswegen bin ich gleich wieder in der Stadt, weil heute ist wieder verkaufsoffen. Das heißt, ich schaffe es wahrscheinlich heute wieder nicht, die komplett fertig zu kriegen. Aber ich habe einen guten Anfang und das ist schon mal viel wert, würde ich behaupten. Ich habe ja noch bis Donnerstag Zeit. Also, ich hätte es einfach nur vom Gefühl gerne fertig gehabt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lang die ganze Präsentation sein muss. Ich glaube 10 bis 15 Minuten, aber wir haben keine richtige Angabe bekommen. Deswegen mache ich einfach mal so 10 bis 15 Minuten, würde ich sagen. Wie dann heute mit dem Schreiben steht, wieder nicht so richtig viel was. Aber ist auch schön, ich freue mich.
Ein bisschen durch die Stadt bummeln ist immer schön. So, ich habe jetzt ganz rote Wangen vom Arbeiten, weil ich mich jetzt nach unserem Treffen in der Stadt nochmal an die Präsentation gesetzt habe. Und jetzt bin ich soweit fertig. Also der erste Entwurf steht auf jeden Fall. Und jetzt wollte ich den Vlog beenden für diese Woche. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder Feedback. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss.